liebe Freundinnen und Freunde, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr und Sie hier sind. Wir sind 2019 hier gemeinsam gestanden und damals habe ich nach Christchurch gesagt, Rassismus tötet. Wer hätte gedacht, beziehungsweise wir hatten die schlimme Befürchtung, dass es auch in Deutschland passieren kann, aber wer hätte das sozusagen fassbar gedacht, dass nur ein Jahr später Hanau eben mitten unter uns hier in Hessen, ganz in der Nähe, mit Menschen, die man kennt, mit Menschen, die man aus der näheren Umgebung, also ich persönlich komme selber aus Dietzenbach und einer der Opfer kommt aus Dietzenbach, ist familienbekannt. Dass das so nah an uns herankommt, hätte selbst ich, der gesagt hat, Rassismus tötet, nicht gedacht. Und doch ist es bittere Wahrheit, dass nach Halle, nach Hanau, dieses Faktum, Rassismus tötet, uns begleiten wird. Und das ist etwas, was uns allen Sorgen machen müsste, nicht nur am Tag International UN-Wochen gegen Rassismus, sondern das ganze Jahr über, dass Menschen unter uns, schwarze Menschen, Sinti und Roma, Jüdinnen und Juden, Musliminnen und Muslime, ständig dieser Gefahr ausgesetzt sind. Natürlich auch noch weitere. Wir haben heute erst erfahren, dass als asiatischstämmige Frauen in den USA ermordet worden sind. Auch das ist ein Faktum, dass eben halt auch bestimmte Bevölkerungsgruppen wie Frauen von dieser rechten chauvinistischen Ideologie immer wieder auch als Opfer gesehen werden. NSU 2.0 ist auch hier in Frankfurt groß geworden, wenn man so will, oder ist immer noch aktiv. Es sind meine Kollegin Seda betroffen, es sind PolitikerInnen betroffen, aber es sind auch schwarze Frauen, Frauen, die Kopftuch tragen, betroffen. Das sind Fakten, die wir Tag und Tag erleben müssen, beziehungsweise die Betroffenen. Deswegen ist Rassismus etwas, was uns alle angehen sollte, wenn wir, wie wir es hier eindrücklich von Omas gegen Rechts gehört haben, wenn wir wirklich dafür einstehen, dass alle Menschen eine Würde haben und alle Menschen gleich sind, dann müssen wir als Gesellschaft aufstehen. Insofern will ich noch mal darauf eingehen, wie die hessische Politik auch mit Hanau umgegangen ist. Natürlich ist die Pandemie etwas, was das Ganze ausgebremst hat, aber aus Gesprächen mit Opferfamilien ist es ganz klar und ganz eindeutig, dass die hessische Politik Hanau nicht als eine Zäsur gesehen hat. Trotz der Sonntagsreden bei der Trauerfeier, wo sozusagen der ganze Staatsapparat anwesend war, aber danach hat sich für die Opferfamilien und für das, was dort passiert ist und wie es passiert ist, im Grunde genommen aus der Landesregierung niemand so ernsthaft interessiert. Es ist ein Unding, dass die Opferfamilien selber für Aufklärung sorgen, mit JournalistInnen selber eben fordern müssen, dass eine unabhängige Kommission von außen kommen muss, um entsprechend diese Versäumnisse, auch der politischen Versäumnisse, aufzuarbeiten. Denn die Opfer, die dort ermordet worden sind oder die in Halle ermordet worden sind, waren keine zufälligen Opfer. In Halle war es eindeutig ein antisemitischer und antimuslimischer Anschlag. Der Mensch, der dort die zwei Personen umgebracht hat, wollte in eine Synagoge, hat vorher aber auch das Vorhaben gehabt, ein Massaker in einer Moschee zu verüben. Entsprechend wie in Christchurch. Die Menschen, die in Hanau ermordet worden sind, waren allesamt Musliminnen, Muslime und Sinti und Roma. Es waren keine zufälligen Opfer. Es waren alles Opfer, die Stigmatisierung, Diskriminierung und Rassismus tagtäglich erfahren haben und deren Familienangehörigen, Freunde weiterhin erfahren müssen. Und das kann nicht sein. Und ganz klar muss man hier auch erwähnen und das ganz klar artikulieren. Es sind die politischen Hetzer von der AfD, aber auch leider von den sogenannten demokratischen Parteien der Mitte, die diesen Diskurs immer wieder befeuern, antisemitische Hetze, antimuslimische Hetze betreiben und so eben diese Täter, die im Internet sich weiterhin radikalisieren, ihre Taten vollführen lassen. Sie tragen Mitverantwortung dafür, dass es solche Anschläge auch gibt.
Ich will aber abschließen, und das sind wir, glaube ich, den Opfern schuldig, dass wir weiterhin gegen diesen Rassismus, gegen den strukturellen Rassismus, den institutionellen, gegen die Diskriminierung gemeinsam aufstehen und gemeinsam kämpfen. Und das Bündnis zeigt ja auch, Aufstehen gegen Rassismus, dass es ein parteiübergreifendes, gesellschaftspolitisch übergreifendes Bündnis ist, wo eben unterschiedlichste AkteurInnen dabei sind und sich nicht nur für unsere Demokratie, sondern eben für die Würde aller Menschen in unserem Land, in Europa und auf der Welt einsetzen. Will aber auf jeden Fall die Namen der Opfer nicht vergessen lassen und möchte sie hier nochmal vorlesen. Said Nesar Hashemi, Hamza Kenan Kurtovic, Ferhat Unvar, Sedat Gürbüz, Fatih Saracoglu, Gökhan Gültekin, Willi Viorel Paun, Mercedes Kirpatsch, Kaloyan Velkov, aber auch die zwei Opfer von Halle. Sie waren zwar zufällige Opfer, aber sie sind am Ende auch Opfer dieser Ideologie des Antisemitismus und des antimuslimischen Rassismus gewesen. Deswegen verdienen sie auch, hier erwähnt zu werden. Jana Lange und Kevin Schwarze. Vielen Dank.